gestiegenen Ausgaben in diesem Bereich auch Zweifel darüber aufkommen, ob diese Maßnahmen dazu geeignet sind, unsere Gesellschaft tatsächlich sicherer zu machen. Die Prävention islamistischer Radikalisierung wird derzeit massiv ausgebaut und gefördert, ohne dass wir genau wissen, welche der bestehenden Ansätze eigentlich wie gut funktionieren. Ich möchte die Bedrohung durch den dschihadistischen Terrorismus im Vergleich zu anderen sozialen Problemen nicht überbewerten, aber wir dürfen ihn auch nicht unterschätzen. Unstrittig ist, dass wir es mit einer langfristigen Herausforderung zu tun haben. Das Thema ist keine kurzlebige Mode der Kriminalprävention, sondern wird uns noch einige Jahre begleiten. Al-Qaida ist älter als das wiedervereinigte Deutschland und wir sind heute weiter als jemals zuvor davon entfernt, die dschihadistische Ideologie zu überwinden. Wir haben in der Vergangenheit gelernt und beobachtet, dass polizeiliche und geheimdienstliche Ansätze uns bis zu einem gewissen Grad vor den immanenten Bedrohungen schützen können. Die politischen und sozialen Ursachen für diese Bedrohung können sie allerdings nicht beeinflussen. Außerdem kann und darf staatliche Überwachung niemals perfekt sein. Selbst die autoritären Staaten in der arabischen Welt, die mit allen denkbaren Mitteln der Unterdrückung gegen den militanten Islamismus vorgehen, schaffen es nicht, ihre Gesellschaften effektiv vor dem Terrorismus zu schützen. Die meisten Länder, unterstützt durch die UN, implementieren daher seit einigen Jahren alternative und zivile Ansätze der Extremismusprävention als Ergänzung zu den militärischen, geheimdienstlichen und polizeilichen Ansätzen. Auch die Bundesregierung hat eine solche gesellschaftliche Strategie der Extremismusprävention. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist dieser Bereich, der Name gesamtgesellschaftlich deutet es ja schon an, ein ziemlich heterogenes Betätigungsfeld, in der sehr viele verschiedene Berufsgruppen mit ihren jeweiligen praktischen Ansätzen zu Werke gehen. Unsere Aufgabe am NZK ist es zu überprüfen, von welche Effekte von welchen dieser Maßnahmen ausgehen. Sowohl aus politischer, aber auch aus methodischer Sicht stellt sich dabei die Frage, anhand welcher qualitativer und quantitativer Maßnahmen man diese Effekte eigentlich ablesen möchte. Ich sage absichtlich möchte, denn hier gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten. Eine Vertreterin von Homeland Security hat auf der Konferenz ein entsprechendes Konzept der US-Regierung vorgestellt. Dort wird zum Beispiel untersucht, wie sich staatliche Maßnahmen der Primärprävention, also solche Ansätze wie zum Beispiel in der Schule und in der Gemeinde, auf die Resilienzfähigkeit von Gemeinden auswirken. Eine andere Möglichkeit wäre auch zu untersuchen, wie solche Maßnahmen die Integration einer Gesellschaft oder einer Gemeinde fördert. Ein anderes wiederkehrendes Thema auf der Konferenz war die Frage, welche Rolle die Ideologie eigentlich spielt. In manchen Fällen spielt sie eine sehr große Rolle, in anderen Fällen ist sie nahezu bedeutungslos. Manche Personen benötigen eine sehr starke ideologische Rechtfertigung für die Anwendung von Gewalt, bevor sie selber überzeugt davon sind, Gewalt auch ausüben und anwenden zu können. Andere Fälle scheinen ausschließlich auf die Ausübung von Gewalt interessiert zu sein und interessieren sich dabei überhaupt nicht für die politischen Ziele der Islamisten oder deren ideologische Rechtfertigung. Diese Befunde kennt man auch schon aus der Rechtsextremismusforschung und es ist natürlich klar, dass beide Fälle einen völlig unterschiedlichen Präventionsansatz der Gewaltprävention benötigen. In diesem Zusammenhang ist auch eine weitere Beobachtung interessant. Immer häufiger enden die klassischen kriminellen Karrieren in salafistischen oder dschihadistischen Netzwerken. Dieser Trend wird wahrscheinlich noch dadurch verstärkt, dass wir eine zunehmende Zahl von Islamisten in Haft haben. Dadurch setzen wir die potenziell vulnerable Gruppe der Kriminellen noch einer zusätzlichen Gefahr der Radikalisierung aus. Islamisten in Haft sind auch noch aus einem weiteren Grund eine besondere Herausforderung für die Prävention. Dadurch, dass Islamisten in Haft waren, erlangen sie in der Szene so eine Art Veteranenstatus. Veteranen spielen nun eine herausragende Rolle bei der Radikalisierung anderer Personen, weil sie natürlich eine besondere Glaubwürdigkeit genießen. Deshalb werden uns Veteranen im Bereich der tertiären Prävention in Zukunft beschäftigen. Bei all unseren Anstrengungen sollten wir aber nicht vergessen, dass wir im Prinzip nur die Symptome kurieren. Eine der Hauptursachen für den islamistischen Terrorismus in Europa sind die andauernden Konflikte in der arabischen Welt und der damit verbundene Anstieg an gescheiterten Staaten. Diese Konflikte sind der Sauerstoff, den der Dschihadismus benötigt, um sich global auszuwirken. Auszudehnen.
Aber auch wenn unsere nationale Extremismusprävention nicht an die eigentlichen Ursachen, die humanitären Katastrophen im Nahen Osten und in der arabischen Welt herankommt, müssen wir natürlich alles Mögliche tun, um deren globalen Auswirkungen so gut es geht abzudämpfen. Dazu benötigen wir nicht unbedingt Hunderte oder gar Tausende verschiedener Ansätze, sondern wir benötigen ein paar wenige, die aber auch wirken und gewinnversprechend sind. Die Idee der evidenzbasierten Kriminalprävention ist natürlich nicht neu. Sie wird von vielen Kriminologen und Präventionsakteuren, auch aus Reihen des DPTs, seit langem gefordert und auch gefördert. Zum Beispiel in der Karlsruher Erklärung des 19. DPTs von 2014. Es hat sich in dieser Zeit immer wieder bestätigt, dass hochwertige Evaluationen kein einfaches Nebenprodukt der Präventionspraxis oder der kriminologischen Forschung sind. Wissenschaftliche Befunde, egal wie relevant sie sein mögen, finden auch nicht automatisch den Weg in Politik und Praxis. Dieser Wissenstransfer muss aktiv betrieben und zu diesem Zweck professionalisiert und institutionalisiert werden. Eine solche Einrichtung könnte dann das letzte fehlende Rad im Getriebe der evidenzbasierten Kriminal- und Extremismusprävention in Deutschland sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genießen und nutzen Sie den 22. DPT für Ihre Präventionsarbeit.